Hallo und herzlich willkommen zum Wochencheckup Samstagnacht oder ja gut, eigentlich sogar Sonntag sehr früh morgens. Wie immer, wir starten auf S1, allerdings habe ich eine kurze Message wegen S30. Ich habe jetzt eine neue GD gefunden, die Expendable Angels. Ich habe mehrere Angebote bekommen, habe ja gesagt, ich hätte vielleicht auf das Angebot von Gruppentherapie eingehen sollen, ja, hieß aber nicht, ja, was war anscheinend ein kleines Irrtum, oder ja, irrtümlicherweise war das angenommen worden, dass ich somit in eine Top-Gilde will oder eben in Gruppentherapie will. Hieß es nicht direkt, also ich habe halt gesagt, ja, ich habe eigentlich nichts Festes gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, hätte ich doch mal, hätte Fahrradkette. Hieß aber nicht direkt, dass ich dann auch zu denen gehen will und auch gehen werde, sondern ja, es war einfach so, habe ich halt einfach so gesagt. Also ich bin jetzt bei einer anderen Gilde, die wurde mir zumindest so geschrieben. Also es ist ja noch nicht für immer, ja, also ich meine, man kann ja immer in der Gilde wechseln, das ist ja nicht das Ding. Ich bin zwar jemand, der eigentlich gerne in einer Gilde bleibt für so ziemlich die restliche Spielzeit überhaupt, aber geht halt manchmal nicht anders, wenn halt die Gilde sich einfach auflöst, inaktiv wird oder fusioniert wird oder sowas, dann muss man natürlich wechseln oder man bleibt halt da und geht damit dann unter. Ja, ansonsten, ja, genau. Und ein Hauptgrund, warum ich jetzt bei den Expendable Angels bin, ist schlicht und einfach, dass die eine sehr, ja gut, eigentlich nicht, es ist ein Rang 40, also Rang 42, glaube ich. Also, ja, wir jetzt im Endeffekt sind jetzt doch schon 2 Tage oder 3 Tage. Ich glaube 3 Tage, ja gut, es ist Nacht, ja, es müssten jetzt 3 Tage sein. Sind halt eine eher kleinere Gilde schon, aber jetzt nicht im Sinne von, da sind nur 5 Leute drin. Also es sind, ja, es ist schwierig. Wir können das später nachschauen. Die genauen Details können wir später nachschauen. Jedenfalls ist es halt noch eine aufstrebende Gilde. Ah, das Wort, aufstrebend, das habe ich gesucht. Genau, die sind halt noch nicht so weit oben. Somit ist der Druck noch nicht so groß. Diese Rangkämpfe um den Ehrenheimplatz so und so und so und so sind noch nicht so wichtig. Und es ist halt ein entspannteres Klima, in Anführungszeichen, wobei, ja, in den Top-Gilden, ich bezweifle, dass da großartig gebieft wird, wobei ja sowas tatsächlich dann auch mal passieren kann, siehe S14 Diabolo. Also, da sind auch Top-Gilden auf anderen Servern oder allgemein Top-Gilden nicht von ausgeschlossen von so einem Beef, beziehungsweise eigentlich ist so ein Beef erst recht auf, oder in solchen Top-Gilden. So. Hätten wir das geklärt, wie gesagt, wir schauen es uns jetzt dann auf S30 nochmal an. Ich wollte eigentlich nur noch darauf eingehen, weil ich sagen wollte, ich habe auf keine einzige andere Nachricht geantwortet. Aus dem Grund, ich wollte es jetzt so sagen, wobei ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, ich bin in eine andere Gilde reingegangen, dass sich da niemand gekränkt fühlt. Wie gesagt, ich habe nicht versprochen oder ich habe nicht gesagt, dass ich in irgendeine Gilde bestimmte Gilde will, deswegen würde ich da nicht gekränkt. Und sollte ich jetzt mit dieser Gilde wieder nicht zufrieden sein, weil auch da nichts vorangehen sollte, werden wir halt dann jetzt in den nächsten Wochen oder auch Monaten sehen. Und wenn dann wieder nichts wird oder halt es ultra lange dauert, bis mal was passiert, bis man Raid startet, bis man Raid fällt und so weiter und so fort, bis mal 5 neue Leute in die Gilde kommen oder so, dann besteht natürlich immer noch die Möglichkeit, dann wieder zu wechseln. Und dann würde ich dann aber endgültig in eine Top-Gilde gehen, wo dann auch sowas nicht mehr vorkommt, dass dann einfach die Gilde ja sich halb am Auflösen ist. Aber hoffe ich natürlich nicht, aber ich sage ja nur für den schlimmsten Fall, kann man ja immer noch wechseln, also ist ja nicht so, dass ich da jetzt festgewachsen bin. Genau, ja, wobei eigentlich bin ich viel zu spät bei der Gilde, bei der ersten Gilde weg, aber wie gesagt, darauf gehen wir später noch ein. So, S1, nichts überragend Neues, ist ja Standard, es ist aktuell Pilz-Event, das Event, das mich persönlich überhaupt nicht freut. Sind zwar ein paar kleine Extra-Pilze drin, aber ganz ehrlich, das ist jetzt so im Bereich von halt 5-6 Pilzen, das ist, ja, das mag ich einfach nicht so sehr. Meiner Meinung nach das unnötigste Event, aber was weiß ich schon. Genau, nächste Woche ist Halloween, nächsten Freitag, sogar schon in 5 Tagen. Ich habe auch schon eine Idee für ein Spezialvideo, ja, muss ich schon einfach so sagen.
Ob ich das dann wirklich so durchziehen werde, muss ich mal schauen. Also, ich werde dann erst mal ausprobieren, ob das überhaupt geht, aber kann ich euch schon mal sagen, wird es dieses Jahr ein Shakes and Fidget Halloween Special geben. Was genau ich da machen werde, also haargenau jetzt, weiß ich noch nicht so ganz genau, aber ich mache auf jeden Fall was Spezielles, was es vorher noch nicht so gab. Und, also zumindest bei mir nicht. Und ja, es wird auf jeden Fall was Interessantes. Also Halloween, wer sich da gerne gruseln will im Shakes and Fidget Style, der kann gerne reinschauen. Genau. Wollte ich auch noch mal kurz erwähnen. Abgesehen davon ist Halloween meiner Meinung nach eine der besten Jahreszeiten, weil. Ja gut, Jahreszeiten ist blöd, aber. Ja, trotzdem. Ja doch, ich finde es besser als Ostern beispielsweise. Eigentlich besser als alles außer Weihnachten im Endeffekt. Also keine Ahnung, Halloween ist irgendwie cool. Weil es ja halt vor allem in den Spielen. Achso, es ist ja erst 4, da kann ich ja gar nicht in die Toilette. Ups. Weil es halt auch in sehr vielen Spielen Events gibt. Es gibt allgemein sehr viele Events. Ach, es ist einfach nur cool. Es ist einfach cool. Kann man nicht anders sagen. So. Jetzt ist es ein bisschen behindert, dass mein Inventar jetzt voll ist. Moment, war da überhaupt was mitgeschickt dabei? Ich habe es jetzt nur so kurz überflogen. Nee, war nicht dabei. Dann hau ich den mal weg. So, war unüberlegtes Kaufen. Kaufen wir uns noch den Innentrank und der ist nicht für nur Gold. Schade. Genau, ich habe mich jetzt langsam so eingelebt, da an die Boni gewöhnt, an die hohen, die man jetzt bekommt. Mittlerweile jetzt schon Stufe 60, ja, also not bad. Es geht voran, nicht super schnell, habe ich ja schon am Mittwoch gesagt. Aber ein Unterschied ist deutlich zu spüren. Also ich hoffe mal, dass wir jetzt aufholen den Rückstand, den wir zum Krieger auf S16 geschaffen haben. Weil der hinkt hier ja wirklich ziemlich stark hinterher mit fast 70 Stufen Nachteil. Und ich wollte es eigentlich innerhalb von maximal 2 Monaten beide Videos veröffentlichen. Somit wird das wahrscheinlich nicht möglich. Aber mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Weil ein Raid in der Gilde wird wahrscheinlich nicht fallen und ja, gut ausgebaut werden. Ja, das schließe ich jetzt mal nicht aus. Also sie ist ja noch nicht voll ausgebaut. Nice, Lebensenergie für nur Gold. Ausgebaut ist ja noch nicht ganz. Das schließe ich jetzt mal nicht aus, dass es noch passieren wird oder könnte, passieren könnte. Aber es ist eher unwahrscheinlich, ja, sagen wir es mal so. Also, ach Mist, ach, ich habe schon was reingeworfen. Boah, ich werde echt Senil hier. Ah, Mist. Uff, was geht denn da ab? Ho. Da hat mich dieser, wie hieß der, Yasula, ein bisschen oft angegriffen, würde ich sagen. Mal schauen wir uns nochmal an. So. Das ist so erbärmlich, wie wenig Schaden ich dem mache. Ach du Scheiße. Innerhalb von 3 Tagen. 3, 6, 9, 12, 13 Kämpfe innerhalb von 14 Kämpfe innerhalb von 3 Tagen. Krass. Aber ich gewinne die Hälfte, also. Oder ja, doch, ich gewinne die Hälfte, nice. Also springen auch ein paar gewonnene Kämpfe für mich dabei raus. Sehr schön. Weil ich hatte jetzt keine Tränke drin, wahrscheinlich hat er mich nur deswegen abgefarmt, aber ich will die jetzt ja wieder aufsparen. 300 Bremse ist nah. Haha, naja, so ähnlich. Ja gut, apropos Kampf, ja, dann greif mal irgendeinen Random an, gibt ja trotzdem gewonnenen Kampf für den Orden. Irgendwann will ich den dann trotzdem mal auf 2500 haben, in irgendwann 10 Milliarden Jahren mal. Genau, Dämonenportal, Solo, Akt 2, Ebene 6, ein Krieger, ja, 10.000 Stärke, ich habe 6.800, gut. Habe halt jetzt auch keine Tränke drin, wie gerade schon erwähnt. Ich habe gerade gesehen, mein Ausdauerwert ist ein bisschen hinterher. Fehlen 5, aber macht jetzt nicht den Unterschied. Kann man später nochmal nachholen. Ja gut, ja, Turmetage, was willst du machen? Ohne Tränke wird es natürlich nicht. Nichts ist ein bisschen schade, weil wir ja hier. Doch, war doch auf S14, genau. Haben wir in letzter Zeit ein paar mehrere geschafft. Ein paar mehr geschafft als sonst davor. Deswegen. Ja, gut. Ja, gut, hier jetzt nicht, aber. Okay, doch, mit Tränken wäre die, glaube ich, easy down, ja. Ja, gut, aber 300er Bremse ist wichtiger. Ich meine, jetzt fehlen nur noch knapp 6 Stufen.
Ja, da fehlen jetzt 3 Millionen noch, also 6 Stufen kann man sagen. Das wird schon. Das wird langsam. Ich sag's euch, noch zwei Erfahrungsevents und wir sind durch. Dann sind wir auch mit dem dritten Charakter Stufe 300. Ja, mittlerweile produziere ich die 300er schon wie in einer Fließbandfabrik. So, 16. Hier haben wir noch nicht ganz Stufe 130 erreicht, wie ich vorhin schon gesagt habe. Fast 70 Level haben wir Vorsprung vor dem S4er. Es zieht sich jetzt irgendwie immer länger hin. Ich habe das Gefühl irgendwie, dass ich weniger Erfahrung bekomme. Also viel, viel weniger Erfahrung. Also entweder ist es wirklich nur dieses Gefühl, weil der S4er jetzt schneller levelt. Aber nee, ich irgendwie. Es geht eben gar nichts mehr voran. Wirklich nichts mehr geht voran hier, habe ich das Gefühl. Also, es ist ein bisschen komisch. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist so. Ja, ein blödes Gefühl einfach, dass man so. In Anführungszeichen langsam levelt. Also, es geht natürlich im Vergleich zu den anderen Charakteren mit allen über 200 schnell. Ja, gut, bis auf dem S30er, wobei der ist noch gar nicht Stufe 200, der ist ja noch kurz davor. Genau. Zieht sich halt einfach auch hier hin. Okay. Glückstrank. Ja, einen 10er kaufe ich jetzt nicht. Natürlich lieber einen Geschicktrank oder sowas rein. Gut, dann haben wir einiges ans Gold. Das verskillen wir mal ein bisschen hier. Haben wir lange Zeit gespart. Machen wir auch hier die Verteidigungswerte ein bisschen hoch. Machen wir sie mal auf 10, würde ich sagen. So, 10, 10. Den auch noch, den Int-Wert. Wieso habe ich die hier nicht so hoch geskillt? Das habe ich hier, glaube ich, noch nicht gesagt im Wochencheckup. Weil sie einfach am Anfang relativ unwichtig sind. Sie sind eigentlich durchgehend relativ unwichtig, weil man muss sie wirklich um mehrere hundertstellige, also dreistellige Werte erhöhen, um wirklich das zu erzielen, dass man weniger Schaden bekommt oder sehr viel weniger Schaden bekommt. Und das war es mir am Anfang einfach nicht wert, das Gold da rein zu wasten. Und ich werde es jetzt immer noch nicht da rein verschwenden, weil erstens brauchen wir es nicht für dieses Projekt. Und zweitens, ja, auch PvP-mäßig, natürlich gegen Magier und Kundschafter ist es ein bisschen blöd, wenn man trotzdem relativ hart auf die Schnauze von denen bekommt. Weil am Anfang natürlich, da sind 100 Werte auf Verteidigung schon viel. Aber ich sag mal, in 9 von 10 Kämpfen ist der Verteidigungswert dann eher irrelevant. Also die meisten Kämpfe sind ja so eindeutig gewonnen, da würde jetzt dann 50 mehr Geschick oder 50 mehr Intelligenz keinen Unterschied machen. Oder nur einen sehr geringen Unterschied machen. So, boah, es war jetzt echt einiges, wie wir da geskillt haben. Der Stärkewert ist ordentlich nach oben geklettert, noch der Ausdauerwert. Auf jeden Fall, ey. Krass, einen ganz anderen Charme jetzt. Nice. Dann machen wir noch zweimal Glück. So, dann können wir gleich mal unsere neue Power. Wir haben auch Top-Tränke. Jetzt zerstören wir mal einen Krieger hier. Wir könnten eigentlich ein paar mehr. Wir machen jetzt mal ein bisschen PvP-Action hier. Wenn es nicht immer so eintönig ist. 2900, ich habe 3600. Jo, das sieht vom Schaden her schon mal gut aus. Er ist natürlich 6 Stufen höher als ich, aber. Jo, ist drin. Nice. Dann machen wir direkt noch einen. Bam, an die Wand. 3100. Der ist allerdings nur 3 Stufen höher. Muss man auch dazu sagen. Okay, haut einen Crit raus. Der hat die gleiche Waffe wie ich, fällt mir gerade auf. Oh. Oh. Der haut aber ordentliche böse. Ey, ey. Ey. Ey, Alter, was soll die Scheiße? Musin Boy, was zum Teufel? Wieso crittet denn der so oft? Musin Boy. Hey. Was? Der hat nur gecrittet? What the fuck? Wie unfair ist denn das bitte? Der hat wirklich nur gecrittet. What the fuck? Okay, hier 2400 Stärke, wenn wir den Kampf verlieren, das wäre schon richtig peinlich. So, Ragnar 2007. Oh, der hat aber sehr viel Glück. Oh. Und 137 ist er. Ah. Oh. Ah, jetzt critte ich aber. Oh, das war schon knapper. Da ist er wieder, der Musin-Boy. Oh, ja, komm, mach mal den noch. Der hat 1300 Stärke weniger. Also da können ihm auch Crits nicht mehr weiterhelfen, weil da mache ich mit normalen Schlägen so viel wie er mit Crits. Also. Das kann nicht wahr sein. Oh Mann, oh Mann.
Ja gut, der da wird jetzt echt nicht, der hat jetzt echt nicht viel Crit. 131, 24% und dafür 1100 Stärke weniger. Na also, wie der Musin-Boy. Kann aber nicht wahr sein, der Starkiller. Ja, gefundenes Fressen. Ja, ich glaube, der Glückswert ist hier anscheinend echt wichtiger, als ich denke. Also, wieso sind denn die Kämpfe so unglaublich knapp? Ich habe so unglaublich mehr viel... Oh, 42%. Ich habe so unglaublich viel Stärke und verliert trotzdem fast die meisten Kämpfe. Und die ich gewinne, sind halt auch noch knapp. Und die haben alle Glücksepics, oder? Na gut, die meisten. Ein paar haben Glücksepics. 29% ist auch schon viel, aber der ist 3 Stufen unter mir. Ja, hier auch wieder 1100 Stärke mehr und ja, ich fühle mich nicht so, als hätte ich 1100 Stärke mehr. Das ist ein bisschen komisch hier. Ja, wenn macht man dann noch... Oh, den macht man noch platt, der hat 16%. Okay. Das sieht sehr ausgeglichen aus, wobei er mehr Schaden macht als ich. Oder? Nee, doch nicht. Immer nur Einbildung. Okay, aber auch schon wieder ein bisschen knapper, ne? Oh, ich kann sogar einmal Glücks gehen von dem Gold. Nice. Puh, ja, oh ja, machen wir noch den. Nice. Nochmal Glück. die machen wir nicht. Oh, 1900 Stärke? Lol. Okay. Dann machen wir, würde ich sagen, machen wir den letzten Kampf noch. Da müssen wir uns noch ein geeignetes Fresschen suchen. What the fuck? 50%. Krank. Alle Glücks-Epics, das ist ja unglaublich. Okay, ja, machen wir den noch. Der müsste eigentlich auch noch drin sein. Und? Nice. Sehr schön. Jo. Ach, Moment. Noch einen Kampf, dann haben wir den Orden. Ach nee, doch nicht. Ja, noch 31 Kämpfe. Ich dachte jetzt gerade irgendwie, jetzt bei 225 gäbe es schon den nächsten Orden. Na gut, dann machen wir weiter. Ein kleines Kampf, eine kleine Kampfeinlage, ja. Mal wieder ein bisschen was anderes gemacht. Pilze haben wir eh genug dafür. So, Server 20. Hier haben wir vor kurzem erst den 50. Raid bestritten. Mit Raid-Hilfe. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der 130. Dungeon. Wenn ich den noch geschafft habe, dann habe ich hier eigentlich im Endeffekt das Spiel... Oder zumindest den alten Teil des Spiels durchgespielt. Der neue Teil, Turm, Dämonenportale, natürlich noch nicht, aber... die Raids sind schon fertig. Und jetzt fehlt wirklich nur noch Jan der Hämmerer. Und ich verstehe nicht, wieso ich noch keinen einzigen richtig knappen Versuch mit ihm hatte. Ich hatte ihn schon ein paar Mal Half-Life, aber Half-Life ist ja eigentlich gar nichts. Weil dann müsste ich ja nochmal ein komplettes Leben haben und ihm nochmal die Hälfte abziehen. Erst dann würde ich ihn schaffen. Somit ist er immer noch doppelt so stark wie ich. Und trotzdem gibt es Leute, die haben den schon mit Stufe 289 geschafft. Weiß ich echt nicht, was für ein abnormales Luck man da haben muss. Wir pilzen jetzt einfach mal ein bisschen. Oder was? Wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach das hier. Wir hauen jetzt einfach alle 34 Pilze in den rein. Erstmal noch das Dämonenportal. Wie hat er noch? Ja, übermorgen wahrscheinlich wieder down sein. Wir hauen jetzt einfach mal alle Pilze in den rein. Ja, da halbes Leben, das ist... Ja, es sieht zwar schön aus, wenn man sich so denkt, hey, halbes Leben, der ist ja schon fast down, aber... Problem ist halt, ich hatte den schon... Also halbes Leben hatte ich ihn echt schon oft. Also knappe Versuche wie der gerade, das war schon so ziemlich das Knappeste, was ich jemals bei dem hatte, habe ich das Gefühl. Haben wir noch zweimal Geschick und machen wir noch zweimal Ausdauer. Mein Geschickwert ist halt schon krass. 4276. Ja, und trotzdem ignoriert der Kerl einfach, was ich mache. Das
Geräusch einfach nur noch. Ja, das wird wohl nichts, ne? Das ist echt unglaublich. Ich verstehe nicht, wie kann man den denn schaffen? Wenn wir das die Leute schreiben. Ich habe 10 Pilze mit Stufe 310 ausgegeben und habe ihn instant geschafft. Das ist halt. Ich komme mir jetzt so verarscht vor. Kann halt echt nicht wahr sein, dass ich der Einzige bin, der den einfach nicht schafft. So ein Scherz einfach nur. Echt, das ist halt. Ach, nee, ich weiß auch nicht. Von der Skillungsart her genau das gleiche. Hauptsächlich Geschick, Ausdauer irgendwann beim 3200, 300er Bereich fallen gelassen, nicht mehr geskillt. Nur noch Geschick. 2200, ja. Ja, ähnliche bis gleiche Werte, zumindest von der Aufteilung her, nicht natürlich vom Wert an sich her, sondern von der Aufteilung. Und ich schaffe den nicht, das ist, ich verstehe es einfach nicht. Wieso hatte ich jetzt eigentlich noch einen Pilz? War die Quest aus, oder? Na, doch. Ja, ich verstehe es echt nicht, ne. Es tut mir leid, aber ich finde kein Verständnis für diese Frechheit einfach nur. Dass diesen Dungeon jeder schafft außer mir. Ich verstehe es einfach nicht. Na, egal. Wart mal wieder 3 Wochen, dann haben wir wieder genügend Pilze, um den nochmal zu probieren. Gut, dann S23. Ich sehe gerade, ich habe nicht genug Server geöffnet. Ja, da fehlt einer. Und zwar fehlt da S30. Schwuppdiwupp, einfach mal im Nachhinein noch öffnen. Passt schon. S30, genau. Mich hat auf S20 nochmal jemand angeschrieben. Nice, ein Glücksepic. Habe ich ja letztes Mal erzählt. Ich weiß nicht, Mittwoch oder Samstag, bin mir nicht mehr ganz sicher. Mittwoch oder Sonntag. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall in einer der letzten Ausgaben. Hat mich nochmal jemand angeschrieben wegen dieser Sache mit dem, dass er hier auf S23 irgendwelche Spieler, meine Gilde, nutzen wollten für so ein Aufruhrjagdprojekt. Und jetzt hat sich nach 100.000 Jahren mal wieder jemand bei mir gemeldet. Hat gesagt, ja, wir würden die Gene gerne haben. Und würden sie dann Impeldown umbenennen, wollen sie sogar noch. Ja. Und ja, würden die Gilde halt gern haben. Da wäre für mich die Frage, wieso schreibe ich auf einmal mit einem anderen Kerl, als mit dem Kerl, mit dem ich am Anfang geschrieben habe? Wäre meine erste Frage gewesen. Ja, ich habe noch nicht drauf geantwortet. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt drauf antworten soll. Wäre meine erste Frage gewesen. Meine zweite Frage wäre direkt gewesen, wieso wollt ihr die Gilde umbenennen, wenn es ein Aufruhrjagdprojekt ist? Da müsste der Name ja eigentlich egal sein. Sie haben gefragt, ob sie eine Gilde haben könnten. Und jetzt wollen sie auch noch einen Namen aussuchen. Wollen, dass ich meine Gilde umbenenne. Also das ist halt keine Ahnung, sonst können sie doch gleich eine eigene Gilde aufmachen, wenn es ihnen so wichtig wäre angeblich. Ja, aber ja, keine Ahnung. Es ist komisch, also es ist mir sehr, 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 sehr unseriös, was die da mit mir geschrieben haben. Weiß nicht ganz genau, wie ich das da, ja. Oh, nice. Ring der Bosheit, sehr schön. Für Kundi. Oh ja, na ja, gut, hätte jetzt nicht unbedingt einen neuen gebraucht. Egal. Dann habe ich ja letzte Woche gesagt, machen wir eventuell Dungeons. Letzte Woche war ich so ultra krass müde. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir machen jetzt einfach Dungeons. Ja, scheiß drauf. So, Top-Tränke haben wir drin. Dann, ja, Blättern. Ja gut, so Fettpilze haben wir jetzt auch nicht da. Aber es müsste eigentlich reichen, um die alle zu besiegen. Ja, da Stärkevorteil von 1700. Ja, easy. Ich habe fast so viel Leben wie der Kerl. Das ist easy. Das ist richtig easy. Den kann man sich sogar anschauen, den Kampf, weil der so schnell geht. Schaut euch den Schaden an, den ich mache. Na gut, jetzt nicht mehr. Jetzt wird nur noch geblockt. Ja, oh, das ist schon krass. Als Krieger so viel Schaden zu machen, das ist heftig. Vor allem, weil er mir halt viel weniger Schaden macht. Oh, ist das geil. Ich habe den halt jetzt. Ja, ich habe den ungefähr 8 Monate. Ne, ich habe den. Ja, ich habe den 11 Monate lang ungefähr. Oder waren's? Ja, doch. Es waren, glaube ich. Ja, nee, 11 Monate ganz waren's nicht. Ich glaube, es waren ungefähr 19 Monate so ungefähr. Habe ich den nur Stadtwache machen lassen und sonst nichts.
nur täglich diesen Pilz, habe insgesamt 6 Stufen gemacht, seit ich inaktiv bin, also in 9 Monaten 6 Stufen und sonst nur Stadtwache ohne Ende und der Kerl ist geskillt wie ein, keine Ahnung. Also die Werte von dem Kerl sind einfach nur abnormal. Also von mir. Lol, what the fuck? Was zum? Lol, okay. Fetter Fail. Ja, den Zirkus des Grauens sollten wir ziemlich easy schaffen. Circus of Terror. Circus of Terror. Ja, easy. Und das ist ein Geschickgegner. Ey, oh, ist das cool. So leicht habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben Dungeons gemacht. Außer das Projekt. Keine Dungeons bis 150. Oh, der ist jetzt sogar mal ausgewichen, der freche Bursche. Gibt natürlich auch keine Epics, ne? Sauerei. Das ist wahrlich eine Sauerei. So. Hm. 400.000 sind die wert. Das ist auch nicht schlecht. Auch nicht heftig, ja genau. Auch nicht heftig. So, ich habe da sehr viel Gold, deswegen skillen wir einfach mal ein bisschen Stärke und Ausdauer. Also ein paar 30 Millionen kann man schon wegskillen. Passt schon. So. Madame Mystique, eine intelligente Gegnerin, eine Zigeunerfrau, eine Zigeunermagerin. Oh, die macht jetzt aber schon reichlich Schaden. Ja, aber reicht natürlich nicht, um den King of the Pilzmafia umzuklopfen. 900.000 sind die wert, die Items, ey. Krass. So, Beppo, der Terrorclown. 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 Der Toro-Clown. Toro, 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 ole! Ja, genau, das wahrscheinlich. Jo, easy peasy. Boah, ist das cool, ey. Dass die mir einfach keinen Schaden machen, die Krieger. Weil ich einfach so abnormal viel Stärkewert, so einen abnormal hohen Stärkewert habe. Das ist echt krank. Das ist richtig krank. Nice. Und... Really? Are you fucking... Alter, das... Das kann halt nicht wahr sein. Ich krieg keine Epics und dann kriege ich beim Endboss ein Glücksepic. Das ist doch wohl ein schlechter Scherz, ey. What the fucking shit of all fucking shits, ey. Wow, so hart wurde ich schon lange nicht mehr verarscht. Krieg ich ein Glücksepic, ey, das ist ja wohl... Nee. Ohne Scheiß. Ich komme nicht mehr klar. Das ist ja unglaublich. Ich einfach keine Epics bekomme. 2 Glücksepics an einem Tag. Das ist frech, Bleier. Das ist richtig frech. Ja, also, das ist wirklich... Das ist nicht mehr im Bereich des Akzeptablen. Das ist nicht mehr im Bereich des Verhandelbaren, ja. Also wirklich, das ist... Nee. Nee, jetzt verliere ich auch noch einen Kampf. Das ist... Bleier, du hast mich heute hart gefickt. Nee. Das ist eine richtige Blamage. Wer Family Guy kennt, der weiß, was ich meine. Ey, jetzt komm. Verschwende nicht unnötig meine Pilze. Die wütende Seele muss jetzt down gehen. Ich habe jetzt keine Epics bekommen, bis auf so ein jämmerliches Glücksepic. Jetzt kann wenigstens die Seele da drauf gehen. Und ich habe gar kein Item. Ja, supi. Ja, noch ein Dungeon, dann sind wir 230. Dann lassen wir es wieder. Da habe ich jetzt in 5 Minuten mehr Level gemacht, als in den letzten 8 Monaten. Das ist auch heftig, wenn man sich das mal so überlegt. Ja, schon cool. Obwohl ich nicht unbedingt täglich, also ich habe es oft auch mal einfach nicht gemacht, wenn ich einfach keinen Bock hatte. Oder wenn ich nur per App gespielt habe, oder wenn ich irgendwo nicht da war, wenn ich irgendwo unterwegs war, auch irgendwo gepennt habe oder so und nicht daheim war, da habe ich es meistens auch einfach mal gelassen, aber ja, man kann sagen, die letzten 8 Monate eigentlich fast täglich aktiv war und Stadtwache gemacht habe und geskillt habe und auch gespielt habe, habe ich jetzt in 5 Minuten mehr Level gemacht. Und wieder kein Epic, das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Also jetzt mal ohne Spaß, das ist ja... Nee. Also irgendwie, das geht über meinen Verstand, über meinen Sinn für Humor geht das weit hinaus. Und zwar sehr weit.
Das ist jetzt irgendwie übelst deprimierend, wenn ich jetzt ehrlich bin. Wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, ist das richtig deprimierend gerade. Na Moment, hier bin ich ja fertig. Ja, das pisst mich gerade schon ziemlich von der Seite an, muss ich sagen. Ja, es ist halt. Wie viel waren das jetzt? Das waren jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Dungeons und ein Garantie auf ein Safe-Epic. Wie viele Epics habe ich bekommen? Eins. Das muss man sich mal reinziehen. Ich hätte. Oder was heißt, ich hätte. Ich hatte die Chance auf sechs Epics. Nein, ich hatte die Chance auf. Na gut. Ich hatte die Chance auf 5 Epics, ja, aber ein Epic war ja safe. Und was kriege ich? Nur das Safe Epic. Das ist schon krass. Also, ja, das ist schon. Das ist echt. Ja. Wie gesagt, geht über meinen Sinn für Humor hinaus, Player Games. Da habt ihr echt jetzt gerade was mit mir gemacht. Das finde ich gar nicht cool. Das finde ich echt nicht cool, was ihr da gerade gemacht habt. Das ist nicht cool. Na gut. Dann schließen wir den hier. Der ist ja fertig. Hier müssen wir morgen nur noch mal 10 Stunden Standwache reinhauen. Dann sind wir auf S25, dem totgeglaubten, aber immer noch recht lebendigen Krieger. Ich muss da mal überlegen, ob ich irgendwann hier doch mal 300 Alu weiterspiele. Also mich juckt es schon ein kleines bisschen in den Fingern, einfach meinen Heidschatz wieder zu beleben mit 300 Alu. Weil, keine Ahnung, ich merke langsam auf S20, wir können noch mal kurz zurückschauen. Levelbedingt und skillbedingt komme ich mir langsam richtig, richtig, richtig low vor. Also, richtig, richtig. Wenn ich das hier vorhin schon angeschaut habe, da hat es mich auch schon ein kleines bisschen innerlich geschockt. Das habe ich nicht ausgesprochen, aber hier 4600 Seelenjäger. Der war mal weit unter mir von der Stufe her und auch von den Skills her. Und jetzt bin ich im Witz gegen ihn. Also, mich juckt es echt in den Fingern, auch wegen Jan, einfach 100 Pilze in diesen dämlichen Bastard reinzuhauen, damit er endlich tot umfällt. Wie gesagt, mich juckt es echt in den Fingern, aber. Ich weiß halt auch, wie teuer das ist und ja, ich weiß nicht. Es ist. Die Vernunft siegt, glaube ich, über die Gier. Ich werde es wahrscheinlich nicht machen, ja. Ja, keine Ahnung. Ich habe in das Spiel so viel Geld investiert, dass irgendwann langt es, glaube ich. Also sollte nicht die Hoffnung aufgehen, dass es nochmal passiert, dass ich irgendwo auflade. Also auch bei einem anderen Char als S30. Oder vielleicht sogar nochmal ganz neu auf einem neuen Server anfangen, kommt halt darauf an, wenn entsprechende Projekte von entsprechenden YouTubern mal wieder gestartet werden, was sehr wahrscheinlich nicht passieren wird, dann vielleicht schon, aber ja, jetzt erstmal nicht geplant und wie gesagt, oh, ich habe kein Gold mehr. Fail, ich dachte mir schon, wieso geht das nicht mehr? Ja, wie gesagt, es ist halt einfach sehr teuer und ich meine, ich habe das Geld in das Spiel wirklich immens viel Geld gesteckt. Also, das kann jeder bezeugen. Und vor allem, da war ich noch viel jünger. Da hatte ich noch viel weniger Geld als jetzt. Weil ich habe immer noch wenig Geld. Ich bin eigentlich übelst der arme Sau. Ich mache eine Ausbildung ohne Gehalt. Also, ja, da komme ich mir auch schon übelst verarscht vor. Aber gut, meine Freunde haben alle gesagt, die haben ihr gesamtes Gehalt alle nach einer Woche ausgegeben. Also, die haben es bekommen. Unterschiedlich. Ja. Zwischen 250, ja, nee, 300 war, glaube ich, das Niedrigste. Also weniger kriegt eigentlich niemand. Nee, ich glaube sogar 350. Und das Höchste waren, glaube ich, 650. Und die haben alle gesagt, dass das Geld innerhalb von 2 Wochen weg war. Nicht mal. Bei dem einen war es sogar noch schon nach 3 Tagen weg. Der hat sich eine PS4 gekauft. Die Version mit The Last of Us. Für 450, glaube ich. Und den Rest hat er beim Saufen ausgegeben. Ich dachte einfach nur so, und was machst du jetzt den restlichen Monat? Er so, ja, keine Ahnung. Er hat echt. Ah, das ist schon krass. Also, ja, gut. Ja. Aber gut, dafür hat er jetzt eine PS4. Also, beneiden. Also, er kann schon beneidend werden. Also, oh, nice. Endlich ein Stärke-Item für den Krieger. Sehr schön.
Sehr schön. Da ist er jetzt im Zauberladen voll ausgerüstet. Fehlt ihm nur noch Gürtel, ja, Helm, Schuhe und Rüstung. Ja, ja, aber da bin ich fast, ja, man könnte schon fast sagen, da ist man eigentlich froh, dass man kein Gehalt bekommt und nur ein bisschen Unterstützung der Eltern. Ja, um halt dann eben nicht alles immer gleich auszugeben. Aber gut, ich meine, wie gesagt, der hat halt jetzt eine PS4, ne? Also, Spasti. Sollte er zufälligerweise zuschauen, Grüße, aber wird wahrscheinlich nicht passieren. Sehr wahrscheinlich sogar nicht, aber ja, wer weiß, was so alles in diesem Universum passiert. Naja, genau. S30. Expendable Angels, wie gesagt. Nächster Raid XX.XX 2014. XXX, das war was anderes. Ja, genau. Das hier ist die Gilde. Wir sind 42 Leute sogar. Ja? Und relativ aktiv. Also Netratox, ich kenne ihn ja von S1. Also gut, das heißt kennen, sind da auch in einer Gilde. Hat er mich ja damals auch eingeladen, als mich damals die Raubritter rausgeworfen haben. Die undankbaren Arschgesichter. Ja, denke ich mal, sollte das eigentlich ganz gut klappen. Also das, was ich vorhin gesagt habe, das war natürlich nur der schlechteste Fall. Also es ist natürlich nicht, dass ich erwarte, ja in 2 Wochen ist ja eh Schicht im Schacht, dann gehe ich wieder in eine andere Gilde, sondern das ist ja eigentlich schon so endgültig eigentlich die Entscheidung. Aber ich meine halt jetzt, wenn jetzt beispielsweise in 3 Monaten da 27 steht, dann muss man sich schon überlegen, okay, ja, ist das wirklich das Wahre? Also 2 Raids in 3 Monaten wäre schon ziemlich schwach bei so einem Raid-Gehalt. Bei aktiver Gilde, weil 3 Monate selbst mit 100 Alu auf Stufe 180 bis dann 190 und vor allem die Skills sind dann halt viel höher. Vor allem bei jedem, also das muss man ja immer mal 42 rechnen. Wenn dann noch Leute 300 Alu spielen, so wie ich, dann sowieso. Also da sollte dann mindestens einmal im Monat ein neuer Raid möglich sein oder maximal alle 2 Monate. Und wenn dann nach 3 Monaten gar kein Raid gefallen ist, dann zumindest jetzt noch bei 25, später dann bei 30, 35 sowas, dann kann man es dann nicht mehr erwarten. Aber jetzt am Anfang, zumindest für mich am Anfang, kann man es schon noch erwarten. Sollte das wirklich überhaupt nicht der Fall sein, also dass da gar nichts vorangeht, dann kann man es nochmal überdenken. Aber wie gesagt, also denke ich nicht. Ich denke mal, dass das jetzt endgültiger ist als zumindest die Supernova, weil das war ja schon von Anfang an so eine komische Sache. Erst war es eine reine Magier-Gilde, die mit 30 Leuten waren sie, glaube ich, da. Da bin ich reingegangen, da wurden alle rausgeworfen. Dann hieß es, okay, wir machen eine Mischgilde, weil es nicht genug Magier gibt. Dann wurden alle Mischlinge wieder rausgeworfen, dann waren es wieder nur noch Magier. Also das war eh schon total komisch, weil ich auch am Anfang übelst verwirrt, was da eigentlich abgeht. Wieso jetzt dann auf einmal die Leute wieder rausgekickt wurden, die keine Magier waren. Und ja, das war komisch und ja, letzten Endes hat der Leiter dann einfach gelieft, von daher denke ich mal, sollte das in neuer Gilde jetzt anders werden. Ich habe die Top 1000 endlich geknackt. Ich bin jetzt einer der Top 1000 besten Spieler auf S30. Ja, fehlt da nicht mehr viel, dann mache ich hier auch alle in der Top 10 platt. Ja gut, Top 15 besser gesagt. Ja gut, ein bisschen was fehlt natürlich schon noch. Aber ja. Oh nice, das Halloween-Schild habe ich noch gar nicht gesehen. Cool. Ja, wie gesagt, lassen wir uns überraschen, was mit der Gilde so wird. Stufe 200 steht kurz bevor, da machen wir auch wieder Dungeons. Weiß gar nicht, wie viele machen wir da? 5, 6, ja, mal gucken. Mal schauen. Jo, genau. Gut, dann habe ich jetzt, glaube ich, alles gesagt. War wieder eine wesentlich längere Ausgabe als jetzt die letzten paar Male. Ja, das kleine Kampf-Special auf S16 und ein kleines Dungeon-Special auf S23. Ich hoffe, es hat euch gemundet. War mal wieder was anderes ein bisschen. Und nächste Woche, wie gesagt, Freitag gibt es dann ein Halloween-Special zu Halloween. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Hoffe mal, dass alles so klappt, wie ich mir das Ganze gerade noch so vorstelle. Ich werde wahrscheinlich dann Donnerstag oder Mittwoch vielleicht sogar schon die ersten Tests machen, ob es dann so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und dann, ja, gibt es ein Halloweenöses Shakes and Fidget Special. Allerdings gibt es am Mittwoch noch eine Wochen-Checkup-Ausgabe, da werde ich das auch nochmal erwähnen. Von daher ist das eigentlich relativ irrelevant. Aber egal, ich habe es trotzdem schon mal angekündigt. Ne? Bisschen die Vorfreude anstacheln. Sind ja nur noch 5 Tage.
Gut, dann bedanke mich natürlich bei Ihnen fürs Zusehen, wie immer. Würde mich über eine Bewertung freuen. Und ja, genau. Wie sehr freut ihr euch auf Halloween? Sagt es in den Kommentaren. Und damit macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.